Eine Kundin ruft bei dem Elektrobetrieb ihres Vertrauens an, um sich beraten zu lassen. Sie hat dort bereits eine Geschirrspülmaschine gekauft und weiß, dass sie gut beraten wurde. Elektro Scholz, guten Tag. Sie erläutert dem Meister, dass ihr E-Herd nicht mehr funktioniert. Der Meister erklärt, dass sich in den meisten Fällen eine Reparatur nicht lohnen würde. Ein Neukauf wäre meist günstiger, als beispielsweise nur das Kochfeld auszutauschen. Der Meister würde jedoch einen Monteur vorbeischicken, der nachschaut, ob sich eine Reparatur lohnen würde. Da ihr Herd schon sehr alt ist und die Kundin eigentlich schon längst einen neuen haben wollte, erscheint ihr das nicht notwendig. Der Meister bietet der Kundin an, einen neuen Herd zu liefern und gleichzeitig anzuschließen. Ein Elektroherd darf nur von Fachpersonal angeschlossen werden. Die Kundin ist einverstanden und listet die von ihr gewünschten technischen und farblichen Eigenschaften sowie den preislichen Rahmen auf. Dann fragt sie, was mit dem alten Herd geschehen soll. Der Elektrobetrieb wird diesen mitnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen. Alles klar, danke, tschüss. Bis wieder dann, tschüss. Der Meister ruft bei seinem Großhändler an und macht eine Preisanfrage. Ich brauche von euch einen Preis für einen E-Herd. Dabei gibt er an, wie viel der Herd maximal kosten darf, was er leisten und wie er aussehen soll. Hat der Großhandel einen passenden Herd auf Lager, kann der Meister nun das Angebot für die Kundin schreiben. Es umfasst den Herd, die Kosten der Installation und die Entsorgung des alten Herdes. Aber auch seinen Gewinn und einen Anteil an den Gemeinkosten werden einkalkuliert. Er ruft die Kundin an und nennt den Preis des kalkulierten Angebots. Die Kundin ist mit dem Preis einverstanden und es kann ein Montagetermin vereinbart werden. Da die Kundin bereits bekannt ist, reicht dem Meister ein mündlicher Kundenauftrag.